Hätte ich auf jeden Fall. Wenn eine Legalisierung stattfinden könnte, eben das, was die medizinische Sicht und Anwendung betrifft, dann hätte ich natürlich ganz einfach die Möglichkeit, magistrale Rezepte auszustellen für meine Patientinnen und kann dem Apotheker aufschreiben, ich brauche jetzt ein Zäpfchen mit THC, da kommt so und so viel CBD hinein, ein CBG vielleicht oder auch ein CBN. Wir sind gerade dabei, die Cannabinoide aufzuschlüsseln und intensiv zu erforschen, die anderen, die nicht so bekannt sind. Und es gäbe kein Problem, das in den Apotheken anzufertigen. Und ich bin jemand, der sehr dafür plädiert, Vollspektrum zu verwenden, Vollspektrumöle, weil die Mixtur der Pflanze ist einzigartig in der Natur. Botanic Connection. Im Gespräch sind Dr. Kevan Davani und Frau Dr. Iris Pleier und Frau Dr. Gudrun Lorenz Eberhardt. Meine zwei speziellen Gäste in der Botanic Connection Show sind Frau Dr. Iris Pleier und Frau Dr. Gudrun Lorenz Eberhardt, beide Fachärztinnen für Frauenheilkunde, Gynäkologie, und wobei die Frau Dr. Iris Pleier auch Fachärztin für Anästhesie ist. Herzlich willkommen in unserer Show. Liebe Frau Dr. Pleier, darf ich Sie bitten, mal zu beginnen? Können Sie mir ein bisschen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen etwas über Ihren Hintergrund erzählen und wie Sie zu dieser Expertise gekommen sind, Cannabinoide? Mein Sohn hat 2011 einen der besten Freunde verloren an synthetische Drogen. Und ich habe seit 2011 mich ganz intensiv damit auseinandergesetzt und bin auf dem Weg von den synthetischen Drogen zu den natürlichen Inhaltsstoffen der Cannabispflanze gekommen und habe dann relativ bald in der Ordination begonnen, mit Ölen zu arbeiten und habe dann verschiedenste CBD-Produkte in der Palette in meiner Ordination bei Patientinnen verwendet und sehr schöne Erfolge gesehen, die mich bestärkt haben, darin intensiv weiter zu tun und mich weiter zu bilden. Frau Dr. Lorenz, bitte, darf ich Sie kurz bitten um eine Vorstellung? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich über die Patientinnen dazugekommen. Die Patientinnen haben sozusagen berichtet, dass sie jetzt wissen, dass es auch, dass der Hanf mehr eingesetzt wird und dass das gute Erfolge im Internet beschrieben werden und dass sie das auch schon versucht haben und wie gesagt, und ob ich denn nicht was weiß davon. Prinzipiell haben wir im Studium so gut wie gar nichts mitbekommen und das hat mich natürlich irgendwie gestört, dass man gedacht hat, aha, die Patientinnen sind auf der Suche immer noch außerhalb der sozusagen Schulmedizin Therapien oder eben Möglichkeiten für ihre Beschwerden zu finden oder zu suchen. Und dann habe ich mich eben auf die Suche begeben und habe eben Literatur recherchiert, habe viele Kongresse besucht. Und durch die Kongressbesuche bin ich dann eigentlich draufgekommen, dass es in Israel oder auch in Kanada ja extrem viele Studien, Anwendungsbeobachtungen und schöne Ergebnisse, Patientenergebnisse bereits gibt und habe dann mit einem Unternehmer in Graz sozusagen gesprochen und habe gesagt, ob er sich nicht vorstellen könnte, sowas zu machen, dass wir eben einen kontrollierten Hanf haben und nicht irgendeinen Hanf und schon gar nicht von Outdoor, sondern wirklich einen Indoor-Hanf haben können, wo man eben sicher sein kann, dass wirklich nur das drinnen ist, was hineingehört und nicht irgendwelche Schwermetalle. Und den konnte ich gut überreden dazu und dann ist das geworden und da haben wir eigentlich dann am Anfang gemeinsam geschaut, was können wir machen, wo ist der Bedarf. Und in der Ordination ist es so, dass eben wirklich der Bedarf bei verschiedensten Schmerzarten, Regelbeschwerden, Endometriosebeschwerden, dann natürlich auch weiter mit Scheideninfektionen, Scheidentrockenheit und Gelenksbeschwerden, die ja auch bei den Damen sozusagen nach dem Wechsel kommt, also im Klimakterium. Und da haben wir dann, hat er dann immer wieder mal Produkte entwickelt, die wir dann eben geschaut haben. Und wie gesagt, und die hat er dann auch mit anderen Ärzten zusammengearbeitet, auch mit Kinderärzten. Und da ist es dann immer eigentlich so, dass wir die Rückmeldung bekommen haben, dass es sehr positiv ist. Und daraufhin habe ich mich dann noch intensiver beschäftigt damit und habe eben noch internationale Kongresse besucht mehr. Und dann bin ich gestoßen auf ein
kleines Buch von einer Frau Iris Bleier und da habe ich gedacht, diese Frau muss ich kennenlernen und habe dann versucht, sie herauszusuchen, was am Anfang nicht ganz leicht war, aber es ist uns dann doch geglückt. Und wir sind dann gemeinsam, haben jetzt einige Kongresse schon besucht und waren dann auch in London und sind eigentlich auch der Meinung, dass es wirklich sehr hilfreich ist, das CBD vor allem, also wie gesagt, und der Einsatz in der Frauenheilkunde, aber natürlich auch in anderen, bei allgemeinen Krankheitsbildern. Was dann natürlich auch dazu gekommen ist, dass durch die Beschäftigung mit dem, intensivere Beschäftigung mit dem Hanf ist natürlich auch dazu gekommen, okay, das ist das CBD und es gibt das CBG und was weiß ich was alles, aber natürlich gibt es auch das THC. Und das THC ist was wir im Studium eigentlich immer so gesagt haben, ah, das sind die Drogenabhängigen und was weiß ich. Und daraufhin war das immer mehr oder weniger so ein bisschen eine Scheu, das einzusetzen. Es war dann aber so, dass meine Mutter leider an einem Karzinom erkrankt ist und sie wirklich extreme Beschwerden hatte. Und ich dann mit einem Internisten das besprochen habe, ob nicht sozusagen ein THC, ein Dronabinol sozusagen auch möglich wäre. Und sie hat gesagt, und er hat eben gemeint, probieren Sie es, nicht? Und daraufhin habe ich mich dann eben wirklich auch auseinandergesetzt, wie schreibe ich wirklich ein richtiges Suchtgiftrezept. Das lernt man leider im Studium oder auch nicht wirklich genau. Man hat immer Scheu, das ist so viel Bürokratie, ist es aber nicht. Und es ist auch so gewesen, und das haben wir ohne weiteres über die Kasse bewilligt bekommen, also bei Karzinom, und es hat ihr wirklich geholfen in den letzten Phasen. Und dann habe ich mir natürlich auch drüber getraut über die THC-Therapie bei Patienten, bei Schmerzpatienten, und habe dann auch Kurse gemacht, eben beim Dr. Binsker eben auch, und wie gesagt, und habe jetzt auch einige Patienten, also auch männliche Patienten lustigerweise, und natürlich Patientinnen, zum Teil eben bei starken Schmerzzuständen, sei es jetzt Arthrose, Wirbelsäulebeschwerden und natürlich eben Karzinombeschwerden. Und da muss ich sagen, gibt es sehr, sehr gute Rückmeldungen und das funktioniert gut. Und muss sagen, ich bin wirklich überzeugt vom Hanf und sowohl vom THC im richtigen Einsatz und vom CBD natürlich sowieso, oder wie gesagt, mittlerweile hat ja auch die Frau Dr. Pleier mit einer Grazer Firma eben gemeinsam auch Kosmetikprodukte oder eben lokale Anwendungen, und die probiere ich selber aus und bin sehr begeistert, aber auch gibt es natürlich auch an Patientinnen weiter oder an Interessierte, und ich muss sagen, also der Großteil ist sehr zufrieden damit. Sie haben einige Male jetzt erwähnt, dass Sie im Studium über die Cannabinoide oder das endogene Cannabinoid, sondern korrigieren Sie mich, wenn ich nicht das sage, nichts gelernt haben. Ich habe nicht einmal was gehört davon. Das Endokannabinoid-System habe ich eigentlich das erste Mal gehört bei einem Vortrag bei der Frau Professor Bagar, die ja auch da mit dieser, die da glaube ich auch immer wieder in wissenschaftlichen Kontakt mit dieser Grazer Firma ist und die auch ein Buch geschrieben hat und die wirklich da auch sehr, sehr viel forscht, und die ist an sich eine Slowenin, glaube ich. Und die lebt sowieso nur für dieses Endokannabinoid-System. Und das ist für uns völlig, alles was mit Hanf zu tun hat, das ist Cannabis und das tut man rauchen in Amsterdam und fertig. Ist es aufgrund des Images oder dieser Anti-Cannabis-Propaganda in den letzten 60, 70 Jahren verstärkt? Ja, das ist das Problem. Okay, das ist sicher das Problem. Und natürlich auch, muss man sagen, dass Hanf und Hanf wird alles in einen Topf geworfen, nicht? Also dann sagt man, ja, die Bibel ist ja auch schon auf Hanf geschrieben worden und die Seile haben wir aus Hanf gemacht und der Installateur hat dann Hanf, nicht? Also wie gesagt, das ist alles so durcheinander, weil es nicht, die Leute sind, nicht nur die Leute, ich weiß auch nicht, also man weiß nicht genau, und wenn man sich nicht wirklich exakt interessiert dafür, ist es natürlich so, dass das ein kunterbuntes Durcheinander ist, und dann denkt man sich, ja, wer weiß nicht, und wie gesagt, und da denke ich mir, das ist das Problem. Und natürlich ist es so, dass auch gewisse, oder zum Beispiel die Apotheker, die sind ja auch so, na, das Hanf, das tun wir nicht, das braucht man nicht, es gibt so viel anderes. Also die sind ja auch sehr zum Teil restriktiv eingestellt. Und wie gesagt, und dann ist es natürlich auch so gewesen, dann wurden diese Hanfshops zugelassen oder erlaubt. Dann ist natürlich ein absoluter Boom gewesen. Dann ist die Frau
Minister Hattinger gekommen und hat gesagt, nein. Und wie gesagt, und da ist es natürlich auch dann so, und dann macht eine gewisse Konditorei, macht dann noch Hanfplätzchen auch noch. Das sind lauter so Sachen, wo man denkt, das ist nicht zuträglich dem medizinischen Image, nicht? Sondern das ist alles so, ja, dann sind das die Haschkeks und was weiß ich was alles. Also das wird alles so vermischt, auch von, und da muss ich sagen, ist es so, dass auch der Großteil der Ärzteschaft, dadurch, dass wir so viele Fortbildungen haben und so viel Literatur so zugeschickt bekommen, jedes Woche kommt so ein Stoß und jeder sagt, ach, das braucht man nicht, wir haben eh genug Dinge nicht. Und wie gesagt, und die Pharmaindustrie, natürlich schickt die ihre Pharmavertreter und sagt, das machen sie und dann kaufen sie das und dann kriegen sie 5+1 und dann kriegen sie vielleicht noch Ärztemuster und was weiß ich. Und früher, muss ich sagen, ist es ja auch viel mehr gegangen. Da wurde ja auch, was weiß ich, ein kleines Kongressal gesponsert oder wie gesagt, oder das oder das. Und das ist natürlich schon so, wir sind schon sehr getrieben von der Pharmaindustrie. Und da muss man schon sehr aufpassen, nicht? Und da passt jetzt dieser Hanf der Pharmaindustrie nicht wirklich hinein, weil natürlich der Hanf ist eine Pflanze und das kann man ja vergleichen wie mit dem, was weiß ich, mit dem Wein oder mit dem Kakao. Der ist halt, egal wo man ihn halt anbaut, ist er nicht immer gleich, nicht? Also wie gesagt, da mit dem Indoor ist es zumindest so, dass man das schön unter gleichen Bedingungen machen kann, nicht? Aber es gibt ja jetzt Hanfbauern im Burgenland, Hanfbauern in, weiß ich nicht, in Südtirol, in Hanfbauern dort, und jeder glaubt, der hat den besten Hanf, nicht? Aber wie gesagt, ohne wirkliche, jeder lässt es nicht wirklich kontrollieren. Der Patient selber oder der kann das nicht entscheiden, ob das jetzt gut ist oder ob das reines ist oder ob das wirklich ein reines CBD ist oder ob da nicht vielleicht doch was drinnen ist, nicht? Also wie gesagt, wenn man da alle prüfen würde, alle Produkte, dann glaube ich, würden nicht alle gut bestehen können, nicht? Weil das ist halt einfach so, das kostet viel Geld, dass man das alles unter zertifizierten Bedingungen macht und wirklich immer wieder schaut und kontrolliert und tut, als wenn man das halt jetzt macht und dann tut man es halt ein bisschen verarbeiten, nicht? Und das ist das Problem, denke ich mir, dass die ganze Branche ein bisschen mehr zertifiziert gehört. Und wie gesagt, und das, was immer wieder die Bestrebungen sind, dass man sagt, dass man das CBD zum Medikament macht, das wird natürlich auch schwierig sein, weil sie können auch Camilosan oder ich weiß nicht was, nicht so leicht zum Medikament machen, weil natürlich Studien mit Pflanzen, die ja jetzt nicht nur das CBD haben, ich weiß nicht, wie viel Hanf hat ja wie viele Inhaltsstoffe. Über 500 Inhaltsstoffe, nicht? Und das ist ja schwierig. Ich habe nicht diese eine Substanz, wie jetzt beim Voltaren, habe ich nur das Diclofenac. Also wie gesagt, das ist das Schwierige, nicht? Aber ich denke mir, man müsste das so zulassen, das CBD auch wie ein pflanzliches Arzneimittel. Nur das geht jetzt vom EU-Recht her nicht, weil das sozusagen nicht vor, was weiß ich, 60 Jahren oder irgendwann noch im Gebrauch. Wie kann es denn im Gebrauch gewesen sein, wenn die Prohibition war, nicht? Also da beißt sich die Katze in den Schwanz und da denke ich immer, das ist das Problem. Aber das Problem ist hauptsächlich auch das nicht wirklich gut aufgeklärt sein des medizinischen Personals, zum Teil, manche sind sehr super und wie gesagt, machen so, aber wie gesagt, und andere, und ich weiß jetzt auch nicht, wie das jetzt im Studium ist. Ne? Meine Tochter studiert zwar Medizin, aber erst am Anfang, aber ich fürchte, dass auch im Studium sehr wenig sich da tut. Nicht? Also wie gesagt, da müsste man von den jungen Ärzten her oder von den Studenten her schon das machen, nicht? Und ich glaube auch, dass die Pharmazeuten da zum Teil, also jedenfalls die in der Apotheke stehen, haben nicht wirklich so ganz die Ahnung, sage ich mal so. Mhm. Wie es auch sonst in Institutionen bekannt ist, ich meine, da stellt sich die Frage, wer beeinflusst, wie die jeweiligen medizinischen Lehrbücher geschrieben werden oder welche Inhalte veröffentlicht werden? Ich meine, wie glauben Sie, dass da die Pharmaindustrie oder bestimmte, Sie wissen ja sozusagen die Abhängigkeit von Forschungsgeldern? Ja, das ist schon richtig. Ich glaube nicht, muss ich ehrlich sagen, dass man so beeinflusst wird. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube einfach, Bücher werden geschrieben, aber ich glaube dadurch, dass eben so lange keine Hanftherapie war, fehlen natürlich diese ganzen Erfahrungen der Älteren und
man kann auch nur was weitergeben, wo man selber Erfahrung hat. Also ich glaube eher, dass das in dieser Richtung ist, dass das einfach diese Zeit, wo das eben total tabu war, dass das eigentlich nachhängt und nachhängt. Nicht, das wird schon längere Zeit nachhängen. Und da muss man natürlich sagen, es ist so, dass die Patientinnen natürlich schon offener oft sind, also wie gesagt, wie jetzt die Ärzteschaft oder die Pharmazeuten das sind. Also ich denke und ich glaube auch, dass diese Handshops, obwohl sie jetzt, man mag dazu stehen, wie man will, aber schon ein bisschen diese Schwellenangst schon genommen hat, nicht? Dass man da sieht, aha, und vor allem wenn das Handshops sind, die sehr, so wie in Wien oder auch in Graz gibt, die schauen ja wirklich sehr elegant aus und sehr luxuriös, da muss ich sagen, dann kommt es schon ein bisschen weg von dem Schmuddel-Image. Nicht? Natürlich gibt es wieder dann wieder wo Läden, wo du denkst, naja, da gehe ich jetzt nicht unbedingt hinein. Nicht? Also, aber wie gesagt, das denke ich mir, da gibt es schon gute Ansätze und ich glaube, dass viele eben auch ein bisschen so die Schwellenangst genommen wurde. Ne? Mhm. Und ich denke mir, und wie gesagt, und vor allem, wenn man dann auf den Kongressen ist, da denkt man sich ja überhaupt, wieso haben wir überhaupt ein Problem? Das ist so toll und das ist so gut untersucht und das sind so tolle Kapazunder, die sich damit beschäftigen. Und da denke ich mir, ja, es ist halt Europa oder ja, es ist halt, aber es, ich denke mir, der Weg wird schon der richtige sein, glaube ich, ja. Frau Dr. Pleyer, ja, wenn so was ich heraushöre, auch aus Ihren Ausführungen, ist, dass es geht um die ganzheitliche Wirkungsweise auch der Nutztier und Naturpflanze Cannabis. Ganz simpel gefragt, falls das jemals legalisiert werden sollte, hätten Sie ja dann auch mehr Freiraum, mehr Ermessensspielraum in der individuellen Behandlung von Patientinnen, vor allem und unter anderem mit THC, in der Anwendung von THC und anderen Cannabidiolen und Wirkstoffen der Pflanze? Das hätte ich auf jeden Fall. Wenn eine Legalisierung stattfinden könnte, eben das, was die medizinische Sicht und Anwendung betrifft, dann hätte ich natürlich ganz einfach die Möglichkeit, magistrale Rezepte auszustellen für meine Patientinnen und kann dem Apotheker aufschreiben, ich brauche jetzt ein Zäpfchen mit THC, da kommt so und so viel CBD hinein, ein CBG vielleicht oder auch ein CBN. Wir sind gerade dabei, die Cannabinoide aufzuschlüsseln und intensiv zu erforschen, die anderen, die nicht so bekannt sind. Und es gäbe kein Problem, das in den Apotheken anzufertigen. Und ich bin jemand, der sehr dafür plädiert, Vollspektrum zu verwenden, Vollspektrumöle, weil die Mixtur der Pflanze ist einzigartig in der Natur. Und warum sollen wir diese Mixtur für die Patientinnen und Patienten nicht nützen? Und derzeit ist es so, dass manche Apotheken gar keine Öle haben. Wenn ich ein magistrales Rezept aufschreibe, dann habe ich in manchen Apotheken nur ein Kristall zur Verfügung. Das Kristall ist ganz gut, ja, und nach EU-Richtlinie brauche ich das Kristall für die Kosmetikprodukte. Ich will es aber trotzdem nicht in den Zäpfchen für Frauen haben, die massive Schmerzen haben. Da will ich das volle Spektrum, ja, und eine Legalisierung würde den Weg für die Patienten und Patientinnen einfach vielfach erleichtern. Mhm. Ja. Eine Zwischenfrage, die mir jetzt kurz eingefallen ist, unser ganzes System und vor allem auch in der Medizin ist sehr, sehr männerdominiert, ja, wenn ich das so feststellen darf. Haben Sie das Gefühl, haben Sie den Eindruck, dass Frauen einen viel, sage ich mal, rationalen und ethischen Zugang zu dem Thema haben, wenn es um die Anwendung von der Wirkstoffe, vor allem wenn es um Frauenheilkunde, Gynäkologie geht, sind da Frauen offener oder weibliche Ärztinnen? Also ich nenne ein Beispiel. Ich habe jetzt, also mein Buch ist 2019 im März erschienen und ich bemühe mich seit ungefähr 1,5 Jahren mit einer Fortbildung, weil ich traue mich als CBD-Spezialistin zu bezeichnen, in der Ärztekammer Eintritt zu finden. Es ist nicht möglich gewesen. Ich habe viele, viele Jahrzehnte unterrichtet in der Schwesternschule in Wien im AKH. Auch da gibt es keinen Zugang. Und mir ist es jetzt vor kurzem gelungen, dass ich im Oktober ein 4-Stunden-Seminar halten darf über CBD und das Endocannabinoid-System. Nach mühsamer Arbeit und teilweise Leute gebeten, ein Wort einzuwenden. Also
Es ist schwierig. Es ist sehr schwierig. Und was ich in Wien erlebe, mein Sohn ist 25 Jahre alt, studiert also auch in seinem Umkreis. Die jungen Menschen sind aufgeschlossen und informiert. Und es kommen zu mir in die Ordination sehr viele junge Mädchen, die sagen, ich habe gehört. Oder auch menopausale Frauen in Wien, die sagen, ach, Frau Doktor, ich habe gehört, haben Sie sowas? Ja, und es suchen mich natürlich inzwischen auch ganz gezielt Patientinnen auf, die gehört haben, dass ich damit arbeite. Und das ist natürlich fein. Und so passieren so kleine Anekdoten. Ich bin jetzt vor einiger Zeit in Wien mit der Straßenbahn gefahren und steigt eine alte Dame zu, ich schätze mal so 75, Ende 70, telefoniert und sagt dann offenbar ihrer Familie, weiß ich nicht, der Tochter, sie kommt gerade vom Orthopäden und der Orthopäde hat ihr gesagt, sie soll sich die Haschtropfen besorgen. Und am Telefon hat diese alte Dame ganz entsetzt ihre Tochter gefragt, ja, aber wo soll ich denn Haschtropfen kaufen? Das hat er mir nicht gesagt. Ja, und da denke ich mir, es gehört dringendst eine Grundlagenausbildung, es gehört dringendst eine Fortbildung. Es sollte sich jetzt nicht nur Ärzte, es Apotheker, Pflegepersonal, da sollte sich generell was tun in Österreich und es sollte in die Lehrpläne einfließen. Mhm. Es ist ja nämlich etwas auch mehr zu beobachten, dass vor allem alte Menschen, 70, 80, vor allem pärchenweise in Growshops jetzt gehen, weil sie keine andere Möglichkeit haben, sich zu informieren. Also da sieht man, dass das, um ein Understatement zu machen, dass es überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Sogar die WHO, die nachweislich ja, zu einem Drittel von der kommunistisch-chinesischen Regierung finanziert wird, von der Bill Melinda Gates Foundation, spricht sogar jetzt schon, zumindest für die Aufhebung der Restriktionen in der medizinischen Forschung. Und wenn man sich diese Berichte dann durchliest, die in Entsprechung der Entschließung des Nationalrates über das Gesundheitsministerium, wo man auch weiß, dass die AGES, die Agentur für Ernährung und Gesundheitssicherheit, eine Monopolposition hat. Wie können Sie sich diese schizophrene Situation überhaupt erklären, dass die AGES eine Monopolstellung hat auf die Produktion von Medizinal, also Cannabis, THC-Hanfblüten, die sie wiederum in Deutschland verkauft und sogar die deutschen Experten, Expertinnen sagen, wie kann es sein, dass die Medizinalhanfblüten aus Kanada und Uruguay jetzt sogar importiert werden müssten? Ja? Also, und ich meine, was mich auf jeden Fall freut, ist, dass sogar die oppositionellen Politiker ihre Rolle gut spielen. Zumindest sagen sie dann, wenn diese Berichte dann veröffentlicht werden, dass wo bleibt dann die evidenzbasierte Wissenschaft? Wo sind die Fakten? Wo sind die Vergleichsstudien aus anderen Ländern? Mhm. Wenn man ein bisschen da herauszoomt, wie sehen Sie da? Oder, was ist dein Gebiet? Das ist natürlich ein Politikum. Ja, da gibt es Menschen, die viel Geld verdienen. Und die natürlich darauf schauen, dass das Geld bei ihnen bleibt. Evidenzbasierte Untersuchungen, Anwendungsstudien, richtige Studien, ja, so wie die Medizin das fordert, gibt es zigfach. Also man muss einfach nur in die entsprechenden Suchmaschinen gehen und gibt dann seine Kombinationen Cannabidiol und ein entsprechendes Krankheitsbild ein. Wenn ich jetzt derzeit eingebe Cannabidiol nur in PubMed, das ist eine Suchmaschine, dann habe ich über 3000 Arbeiten. Ich habe aber noch viele, viele andere Suchmaschinen. Ich brauche Kanada, den Cannabis Act, ja, den Kanada zum zweiten Mal mit der Legalisierung gemacht hat. Das ist ja ein Riesendokument an Studien, das ein zweites Mal mit den neuesten Studien verfasst wurde. Es ist unglaublich, was es da an Studien gibt. Israel, ja, allein Israel, wo jeder Cannabis-Patient, der das Anrecht hat auf die Cannabis-Therapie, bekommt vom Staat Israel ca. 100 Euro im Monat an Sponsoring. Ein Patient in Israel geht selbstverständlich in die staatlichen Apotheken, bekommt seine Cannabis-Präparate. Das ist ganz einfach nachzuvollziehen. Es gibt sogar 7 staatliche Apotheken, die für Altersheime manuell Cannabis-Präparate herstellen, wo selbst im Altenheim die Patienten versorgt werden mit schwersten Parkinson-Erscheinungen und. Das funktioniert. Und es ist ein Netz. Mechulam ist natürlich jemand, der wirklich der Vater dieser ganzen Medizin ist, aber auch so perfekt seine Leute um sich herum ausgebildet hat. Ein Netz von Krankenschwestern instruiert hat, ausgebildet hat, wirklich ausgebildet hat. Das läuft. Und das läuft super. Und so können natürlich auch viele neue Studien entstehen. Ja, beispielsweise im Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv gibt es einen Anästhesisten, der derzeit hochprozentige CBD-Extrakte testet bei Covid-Patienten mit den besten Erfolgen.
Also es laufen viele, viele aktuelle Studien, wo man einfach sozusagen über den Tellerrand schauen muss und sich orientiert. Wie kann es sein, dass wenn es zum Beispiel um den obersten Sanitätsrat geht, der in sozusagen den Gesetzgebungsprozess da involviert ist, Sachverständigengutachten zu erstellen oder Berichte zu erstellen, nicht einmal die Testimonials, die Erfahrungsberichte der Schmerzpatienten oder überhaupt der Patienten selbst oder auch der Ärzte und Ärztinnen, die mit diesem Patienten zusammenarbeiten, überhaupt nicht einfließen lassen? Wie erklären Sie sich das? Ich denke, teilweise hat es auch damit zu tun, dass gewisse Personen, die im obersten Sanitätsrat sitzen, das Grundlagenwissen nicht haben. Und Wissen, was ein Mediziner nicht hat, macht einem Mediziner manchmal Angst. Und die Waffe, die manche Mediziner benutzen, ist einfach die Abwehr und der Gegenangriff. Und selbst jetzt ein Testimonial über Patienten einzubeziehen, bedeutet aber auch, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Und die Angst, dass mir jemand draufkommt, dass ich es nicht gelernt habe und nicht weiß, ist groß. Und da hilft es manchmal, und ich denke, dass viele das so auch machen, dass es abgewehrt wird, niedergeschmettert wird, als nichtig abgetan wird, um sich selber vielleicht zu verstecken. Und nicht zuzugeben, dass man in der Materie nämlich gar nicht drinnen steht. Und im Gesundheitsausschuss, wo ich teilnehmen durfte, zuzuhören, was Politiker zum Thema sagen, habe ich als peinlich empfunden, weil kein Wissen vorhanden ist. Und das spürt man. Dieses Potenzial, da jetzt das Gesetz auch zu ändern, zu transformieren, wie sehen Sie überhaupt die Zukunft jetzt im Hinblick auf Gesetzgebungsprozesse? Sehen Sie da ein Licht am Horizont? Ich denke, dass wenn wir vielleicht eine Expertenplattform schaffen in Österreich, das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass sich die Leute, die aufgeschlossen sind, die Mediziner, die Fachleute zusammenschließen zu einem... Pharmazeuten nicht vergessen. Die Pharmazeuten. Die Pharmazeuten, die natürlich, ja. Es gibt auch Pharmazeuten, die aufgeschlossen sind, selbstverständlich. Dass alle diese Experten und die etwas bewegen wollen, zusammenarbeiten und dann vielleicht mit einem offenen Brief auf unseren Gesundheitsminister zukommen und den ersten Schritt setzen zur Legalisierung eines medizinischen Cannabis. Über diesen Weg vieles möglich ist und wir vielleicht dann doch dazu kommen, dass es jedem Patienten, der den Bedarf hat und das Recht darauf hat, dass der auch tatsächlich zu seinem medizinischen Cannabis oder auch eben mit einer Kassenverschreibung zu seinem medizinischen CBD oder zu dem medizinischen CBG Zugang bekommt. Und dass natürlich dann auch unser Gesundheitssystem die Kosten übernimmt, so wie Kosten natürlich über viele teure Opiate und so weiter übernommen werden, dann eben auch für ein Medizinprodukt, ein Arzneimittel, was auf einer natürlichen Basis beruht, sehr, sehr geringe Nebenwirkungen hat und einfach eine menschenfreundliche Medizin ermöglicht. Richtig, ich meine, wenn wir dann mal hoffentlich ein menschenrechtliches, verfassungsmäßig gewährleistetes Recht Zugang haben zu einem zur medizinischen Anwendung, würden da viele Patienten, Patientinnen von Ihnen freiwillig auf Medizinalhanfblüten oder Cannabishanfblüten umsteigen? Wie viele Patienten wären das, würden Sie sagen, schätzungsweise? Oder überhaupt in Österreich? Wie viele Schmerzpatienten, Patientinnen gibt es auch in Österreich, würden Sie schätzen? Also wir hätten, was chronische Schmerzpatienten anbelangt, die auch in der gynäkologischen Praxis immer wieder landen, weil ein Bandscheibenvorfall Unterbauchschmerzen machen kann, ja, oder eben Hüftgelenkprobleme, die massive Schmerzen machen, auch in den Unterbauch ausstrahlen. Also ich denke, dass das vielleicht 15% bis 20% der Bevölkerung einen Bedarf hätten für ein medizinisches Cannabis. Genau, das heißt, es würde bedeuten, Beseitigung nicht nur von Schmerzen, sondern auch wirklich der Heilungsprozess, würde das nicht nur effektiver sein, sondern vielleicht auch kostengünstiger? Viel kostengünstiger.
Und vor allem, die, man darf nicht vergessen, durch die Opiattherapie gibt es ja natürlich viele, viele Nebenwirkungen, genau. Sei es jetzt von gastrointestinalen Blutungen, also Magen- und Darmblutungen, die ja auch wieder eine Therapie oder eben ein Leid sozusagen und manchmal ja auch sozusagen das Ableben des Patienten zur Folge hat, das würde eben wegfallen, nicht? Und das muss man schon sagen. Und vor allem, es ist ja auch so, bei den Opioidtherapien ist es ja so, dass schon eine gewisse Abhängigkeit eintritt, nicht? Was ja beim Cannabis nicht der Fall ist, nicht? Ja. Also das heißt, es gibt ja viele, die jetzt, um einen Firmennamen zu sagen, Tramal schlucken wie was weiß ich was. Und wie gesagt, und die sind natürlich dann auch abhängig, nicht? Und wie gesagt, und da ist es schon so, dass die schon profitieren würden, und ich glaube auch all along das Gesundheitssystem, weil es sind diese Nebenwirkungen, die ja viel kosten, nicht? Und wie gesagt, und die ja auch viele, ja, und gerade bei den älteren Patientinnen, diese Polypharmazie, nicht? Die nehmen ja nicht ein Medikament, sondern nehmen ja viele, viele Medikamente, und in gewissen Medikamenten ist es schon so, dass es mit starken Schmerzmitteln ja zu doch massiven Nebenwirkungen kommen kann. Und das würde bei diesem pflanzlichen Arzneimittel sozusagen weitestgehend wegfallen, nicht? Und das ist schon, das denke ich mir, das wäre schon der absolute Benefit, nicht? Und da muss man sagen, natürlich ist die Pharmaindustrie nicht erfreut, wenn das ist, nicht? Weil wenn ich einen Opiatpatienten, einen Schmerzpatienten habe, der Opiate nimmt, der hat dann irgendwann einmal Magenbeschwerden, dann braucht er Magentabletten. Also das ist ja ein Folgegeschäft, nicht? Und das fällt dann halt weg, nicht? Ja, dieser Punkt eben Nebenwirkungen, vor allem ob jetzt bekannte oder unbekannte Nebenwirkungen, kurzfristige oder langfristige Nebenwirkungen, das würde ja, das ist ein, glaube ich, ein Feld, darüber könnte man kann das zum Beispiel auch von der Chemotherapie halten, was man möchte, aber was man jetzt aus Studien also auch lesen kann, ist, dass sogar der Einsatz, die Anwendung von Cannabis, ja, im ganzheitlichen Sinn, die Chemotherapie sogar unterstützen würde. Ja, absolut, absolut. Additiv, ja. Auf alle Fälle. Nicht? Das soll niemals ersetzen, sowas. Aber additiv ist es eindeutig so, dass es erstens einmal bessere Erfolge gibt durch die Chemotherapie und auch die Verträglichkeit natürlich deutlich besser ist und die Nebenwirkungen auch herabgesetzt sind. Nicht? Also das sind alles Dinge, die schon wirklich sehr, sehr sinnvoll werden, nicht? Und da muss man sagen, aber da muss man natürlich die Leute, die das medizinische Personal und das pharmazeutische Personal ordentlich ausbilden, nicht? Und man kann jetzt nicht sagen, na, nehmen Sie halt ein bisschen da was dazu. Natürlich, weil ein bisschen was CBD-Tropfen hin und wieder mal genommen, das wird natürlich nichts bringen, aber dann kann ich nicht sagen, das hilft nicht, nicht? Also das heißt, das muss ja auch unter Anleitung sein, nicht? Und das gute Beispiel da ist ja auch, wie abwertend da gesagt wird, kühlen Sie sich halt die Haarstropfen. Nicht? Ich meine, was soll das? Das ist Quatsch. Mhm. Also wie gesagt, das wird nicht wirklich funktionieren, sondern ich muss der Patientin schon sagen, sie nehmen so viel Tropfen, so viel von dem, ja, nicht? Genau. Und wie gesagt, und ich muss das ja auch die Patientin dann fragen, wie geht es ihnen noch, was ich noch zwei Monaten, sondern nicht schick sie weg und sagt, sie wird schon irgendwas nehmen irgendwo. Nicht? Also das geht nicht, nicht? Und vor allem, und ja, das ist leider was, wo man schon sagen muss, oder auch genauso die Patientinnen mit dem COPD, nicht? Da die nehmen ja viele die Buds, also die sie dann inhalieren, nicht? Aber ja, das ist halt alles, das muss man ihnen auch erklären, wie funktioniert der Inhalator, nicht? Man kann das nicht sagen, kaufen Sie sich sowas, nicht? Sondern das muss ja alles, und da brauche ich aber ein ordentliches Wissen. Mhm. Nicht, dass er, wie gesagt, ich habe am Anfang auch nicht gewusst, wie der Inhalator geht, bis die Mutter eines Kollegen hat ihm schwer Luft bekommen, hat COPD gehabt. Und wie gesagt, dann haben sie ihm halt gegangen und haben das gekauft, beide, und dann haben sie uns das hinter. Und ich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Nicht? Und dann hat mir das der jemand im Handschuh erklärt. Aber das ist eigentlich, wo ich mir denke, das sollte man eigentlich schon wissen, wie das geht. Nicht? Ja. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, das ist einfach Ausbildung. Ja. Es gibt ja meines Erachtens nur eine Handvoll von, im Moment zurzeit noch nur eine Handvoll von Ärztinnen, Expertinnen, aber auch Juristen, Professoren, ja, Rechtlichen Fakultät und so weiter, Richter auch, die sich jetzt wirklich verstärkt jetzt aussprechen. Das ist, abgesehen davon, dass das nicht mehr Zeit ist, ist verfassungswidrig, ja, die Gesetzeslage, diese Cannabis-Prohibition. Ja. Nur, ich würde Ihnen gerne die Möglichkeit geben, zum Abschluss jetzt noch, sozusagen im Sinne einer rationalen, ethischen, menschenfreundlichen und vor allem verfassungskonformen Gesetzeslage, was ist Ihr Wunsch, Ihre Vision von Ihnen beiden?
an die Gesellschaft, an die Gesetzgeber, an die Entscheidungsträger? Also ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir eine Medizin machen mit einem medizinischen Cannabis, wo inkludiert ist das CBD, das CBG, wo jeder den Zugang hat auf eine ganz normale, legale Weise, der den Bedarf hat an einem medizinischen Cannabis. Das ist jetzt egal, ob es ein Tumorpatient ist oder jemand mit einer ganz schweren Regelschmerzsymptomatik und dann nicht mit einem Fuß im Kriminal steht, sondern ganz einen normalen Zugang. Und jeder Patient, der, das hängt mit Menschenwürde zusammen, der den Bedarf hat, dem sollte das auch ermöglicht werden. Das würde ich mir wünschen. Also mir liegt eigentlich hauptsächlich daran, dass eine Ausbildung stattfindet. Also dass die Ärzteschaft ausgebildet wird, was das anlangt, beziehungsweise die Pharmazeuten, und dass eben das ganz normal ist, wenn ich jetzt sozusagen ein CBD oder in speziellen Fällen auch ein THC genauso empfehlen kann, ohne dass man jetzt da sagt, oh, wo muss ich das hinkaufen, sondern so wie wenn ich sage, machen Sie ein Camillo-Sandbad oder gurgeln Sie mit Salbei in dieser Richtung. Also ich würde mir das wirklich wünschen, dass das ein pflanzliches Arzneimittel wird, wie eben andere Dinge auch, weil die Patientinnen kaufen sich ja auch ein Lavendel zum Einschlafen oder was ist das, Salbei gegen Schwitzen oder so irgendwie, dass das einfach genauso ist, ein pflanzliches Arzneimittel, und wo man sagen kann, wenn es zu, das muss auch, und da wäre ich, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der stark schwitzt und sagt, er würde gerne was Pflanzliches nehmen, kann man auch sagen, wenn es jetzt noch nicht vom Klimakterium her bedingt ist, kann man ja auch sagen, versuchen Sie mal die Salbeikapseln, dann werde ich Sie aber auch fragen in 2 Monaten, wie geht es Ihnen damit nicht, und so sollte das sein, dass das einfach ganz normal ist, dass die Patientin das in der Apotheke sich besorgen kann oder von mir aus auch im Drogeriemarkt oder wo es halt immer möglich ist, aber dass das ganz normal ist und nicht, dass man sich hin und her, und dass jeder, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Kollegen habe, wo man sagt, du, gegen Kopfschmerzen hilft das Pfefferminzöl, sagt keiner, ja, dann passt, kann man ja mal empfehlen, nicht? Aber wie gesagt, das sind auch so Sachen beim CBD oder so, beim Cannabis, alles was mit Cannabinoiden zu tun, lieber nicht, nehmen Sie lieber was anderes, nehmen Sie Aspro. Nicht? Also, wie gesagt, das ist ja genauso nicht Kopfschmerzen, das ist ja eigentlich etabliert, nicht? Das nimmt man mit dem Pfefferminzöl, nicht? Und es gibt jetzt, glaube ich, jetzt ist in der Entwicklung, dass man auch einen Pfefferminzroller mit CBD macht, nicht? Da denke ich mir, das wird ja dann wirklich gut funktionieren, nicht? Und das sollte ganz normal so sein, dass man sagt, ich gehe in die Apotheke oder gehe zum Arzt, wenn er sowas hat, und dann besorge ich mir das und nehme das, ja? Und nicht, dass man da hin und her, dass man da zu speziellen Ärzten gehen muss, die sich da auskennen, sondern das sollte an sich ein allgemein Wissen sein für jedes medizinische Personal. Und natürlich, und in weiterer Folge wird das, weil die Bevölkerung an sich, die dafür aufgeschlossen ist, weiß, glaube ich, fast manchmal mehr als die Ärzteschaft. Ja. Mhm. Weil das ist natürlich nicht ideal. Ne? Eine Firma hat jetzt vor nicht so langer Zeit eine Umfrage gemacht in Wien und Umgebung Wien, wie gut die Menschen über Cannabis bzw. CBD Bescheid wissen. Und es ist unerwartet, das Ergebnis, also 64% der Bevölkerung sind informiert. Mhm. Ja, bin ich ganz. Also das ist doch sensationell. Das heißt, die Stimmung hat sich auf jeden Fall geändert in den letzten Jahren gesehen. Absolut. Und ich muss auch eins noch sagen, ich habe mir immer erst gedacht, ich habe 2 Ordinationen, eine hier in der Stadt und eine am Land. Und ich dachte mir immer, am Land ist es vielleicht schwieriger jetzt, ich habe gerne, also die CBD-Scheidenzäpfchen nehme ich gerne oder auch die CBD-Öle bei Regelbeschwerden etc. Und habe immer gedacht, das wird vielleicht schwieriger sein, wenn man das anbietet. Im Gegenteil. Das ist absolut, also da nimmt das überhaupt kein Thema. Im Gegenteil, da kommen schon viele und sagen, meine Nachbarin, weil das ist natürlich eine dörfliche Gemeinschaft und die sprechen viel mehr. Was hast du gekriegt bei der Gynäkologin? Und was? Ah, dann gehe ich hin und die Zapferl tun gut. Ja, dann hole ich mir auch solche. Ne? Also wie gesagt, das ist, also auch am Land, die sind völlig aufgeschlossen. Nicht? Aber und da ist es so, dass das medizinische Personal da ein bisschen immer, ach, das kennen wir nicht und haben wir früher nicht gehabt und na, wer weiß und hin und her. Also da glaube ich, dass da der hauptsächliche Nachholbedarf ist im Fachbereich, nicht? Und weil
da ist es dann natürlich so, dass dann oft sehr ablehnende Worte kommen von praktischen Ärzten oder auch von Internisten oder so. Und das ist natürlich, das verunsichert dann wieder, nicht? Also dann kommen die Patienten, ja, aber mein Internist hat gesagt, na, wenn man da nicht da ist, nehmen sie da was anderes, nicht? Also habe ich gesagt, und dann ist es natürlich schwierig wieder, nicht? Aber ich denke mir, mir liegt die Ausbildung am Herzen, dass das wirklich ordentlich fundierte Ausbildung ist, nicht? Mhm. Ich habe das Gespräch sehr genossen, ich habe viel gelernt. Ja, haben Sie noch irgendwelche abschließenden Gedanken oder Wünsche, die Sie noch aussprechen möchten? Oh ja, ich habe einen Wunsch. Tun wir was. Werden wir ja, bitte da bin aktiv. Ich voll bei Ihnen. Ja, absolut. Ja. Dann herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Sehr gerne. Mehr Informationen finden Sie auf Botanic Matters. Im Gespräch waren Dr. Kevan Davani, Dr. Iris Pleier und Dr. Gudrun Lorenz-Eberhardt.